Ja, moin, hallo Leute, hier ist wieder euer Thorsten aus Weiß nichts Welt mit einer neuen Folge von Zeig mir dein PV-Angebot. Heute geht es um den Fall von Norman, der sehr interessant ist, weil er ein sehr, sehr interessantes Verbrauchsprofil hat und auch dringend meine Hilfe brauchte. Dazu gleich mehr. Ich möchte mich vorab kurz beim Alexander und beim Norbert bedanken für ihre kleinen Spenden bzw. Geschenke über PayPal. Ich danke euch dafür. Es hilft alles meinem Kanal. Und der Alexander, der sucht auch meine Hilfe und hat mir deswegen ein bisschen was geschickt. Dankeschön, Alexander. Gut, also wir sind aber beim Norman heute. Und ja, der Norman, das ist ein interessanter Fall. Und zwar, Norman hat mich im Januar um Hilfe gebeten. Er hat einen neuen Stromtarif gekriegt, wie viele andere auch. Sein neuer Stromtarif war bei 37 Cent oder so. Und Norman hat ein interessantes Verbrauchsprofil, beziehungsweise hat einen sehr, sehr hohen Verbrauch. Er braucht nämlich ca. 18.000 Kilowattstunden im Jahr, weil er hat so eine Art, ja, ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht so richtig, so einen Kioskbetrieb, Imbissbetrieb, irgendwie sowas da, ich nehme an für Urlauber oder so. Irgendwann, ich hatte auch schon mal seine Internetseite, ich weiß gar nicht mehr, wo ich sie habe, aber vielleicht werden wir irgendwann nochmal ein zweites Video über Norman machen, wenn seine Anlage gebaut ist. Und vielleicht darf ich es dann ja mal zeigen. Ich glaube, ich durfte es noch gar nicht zeigen. Irgendwie so war das auch. Also ich habe aber auf jeden Fall, hat er auch eine Internetseite und eigentlich auch alles ganz interessant. Und Norman, irgendwann komme ich bei dir Fischbrötchen essen, wenn ich mal im Erzgebirge bin. Gut, also er kommt aus dem Erzgebirge, haben wir dann auch schon. Und ja, was ist da der Fall? Also Norman hat sich an mich gewendet, eben weil sein Strompreis so hoch steigt. Ein bisschen mit der Hilfe, weil, die Kosten, Kühlung und dergleichen und so fort sind natürlich immens dann. Und wo will man es draufschlagen? Also was sollen die Leute dann am Ende für die Sachen bezahlen? Und er hatte eine Vorabplanung, so eine Grobplanung gekriegt. Eine Grobplanung in Anführungsstrichen. Ich hole das mal eben rein. Das müsste hier sein. Genau, da hatte er so eine Aufstellung gekriegt, was er so auf sein Dach, also war nur das Süddach geplant und davon sollten 57 Module drauf. Und dann hatten sie ihm dann die Heckert 330er angeboten. Also Preis war da noch nicht mal bei. Aber wie gesagt, das war so das, was er in dem Moment im Stand hatte. Und das hatte er mir geschickt und gesagt, was ich denn davon halte. Ich sage gar nichts, weil 330er Module heute noch zu verbauen und dann auch noch, also wie gesagt, die einfachen machen wir nicht. Und dann habe ich ihn um Bilder gebeten, die hat er mir dann auch geschickt. Und jetzt können wir uns mal kurz sein Grundstück von oben angucken. Also hier sollte die PV drauf, dieser Baum sollte weg. Und das ist also, naja, es ist nicht mal ganz Süd, es ist mehr so Südost. Da sollte das dann drauf. Und wie gesagt, eben knapp 20 kW nicht mal und dann 330er Normalmodule noch und zeigen noch mal das andere Kram. Da hat er noch hier die andere Halle, da ist ein neues Trapezblech drauf. Da ist eben, wie gesagt, die andere Seite. Und hier ist dann noch mal der Zählerkasten, der neue Zähler, also auch schon ein kenne ich, weiß noch nicht mal, ich glaube, das ist schon ein intelligentes Messsystem. Ich weiß gar nicht genau, ich meine ja. Und ich glaube, weiß nicht, ob da noch mehr Bilder. Ich glaube, der Hauptanschlusskasten, naja, der ist dann im Osten scheint es alles etwas anders zu sein. Bei uns sehen die einen Tacken anders aus. Da sind die aus Kunststoff, aber gut, das ist ja auch egal. Das war so, ist so der Stand der Dinge oder. Und dann, ja, wie gesagt, dann haben wir so ein bisschen hin und her. Er hatte sich ja mehrere Angebote dann auch kommen. Also wie gesagt, das war dieses mit den 330ern, das war, ich glaube, von seinem Dachdecker, der ihm auch das Dach gedeckt hat. Der hatte da irgendwie einen Kumpel und der verlegt diese Module. Und wie gesagt, naja, also richtig kam da auch nicht so richtig was aus dem Quark. Und er hatte sich dann zwischendurch noch andere Angebote holen lassen. Hatte ein 30 kW Angebot von E3D mit E3DC für 48.200 Euro, also mit Speicher. Ein 29 kW Angebot von einer bekannten Berliner Firma, die immer ein bisschen übertreibt, mit Zenex-Speicher für schlappe 75.000 Euro. Wie gesagt, also diese ganzen Erfahrungen hat er dann auch gemacht, diese interessanten Angebote.
Er hatte sich dann so ein bisschen auf seinen Dachdecker versteift, der ihm da irgendwie helfen sollte. Und der hatte auch einen Soulateur an der Hand, aber der Soulateur wusste auch nicht so richtig. Und ach, es war alles ein Hin und Her. Und ich habe ihm eigentlich geraten, er soll nicht 30, er soll also nicht, natürlich nicht 18 kWp bauen, er soll auch nicht 30 bauen, er soll gleich 40 bauen. Weil er, wie gesagt, 18.000 Kilowattstunden Stromverbrauch hat und den Stromverbrauch natürlich ideal. Heißt viel für Kühlung im Sommer. Also eigentlich genau dann, wenn PV gut läuft, verbraucht Norman gut Strom. Das ist natürlich Bilderbuch. Ne? Und da habe ich gesagt, dann bei den großen Dachflächen leg 40 kWp drauf, nimm Wechselrichter, der dann auf 30 runtergedrosselt ist. Ich hatte eigentlich einen Huawei 30 KTL, weil der das dann automatisch ist und das alles perfekt passt. Aber gut, das ist wohl, kommt jetzt wohl doch noch ein bisschen anders. Aber das war so meine Idee. Und dann ist er bei 30 kW am Hauptanschluss und alles ist tutti, keine Wandlermessung, alles geht seinen Gang. Das war so meine Idee, weil, wie gesagt, für diesen hohen Stromverbrauch zur idealen Zeit, wie gesagt, im Hochsommer, desto wärmer und sonniger es ist, desto mehr Strom verbraucht er, also besser geht's nicht. Ne? Das ist der Stromverbrauch einer Eisfabrik im Verhältnis, also das ist super. Und dann habe ich aber gesagt, aber wozu willst du einen Speicher haben? Weil der Speicher ist ja irgendwie, ja gut, er könnte im Sommer natürlich für die Kühlung nachts ein bisschen speichern. Er kann natürlich auch versuchen, die Kühlung gegen Abend etwas nach oben zu takten. Und so lang sind die Sommernächte auch nicht. Und ich weiß jetzt nicht, wie warm das da im Sommer ist, aber das muss man dann sehen. Der Speicher an sich macht wenig Sinn. Also das meiste wird da am Tag verbraucht und das kann man direkt verbrauchen. Da braucht man keinen Speicher. Und vielleicht kriegt er irgendwann ein Elektroauto und es wird bidirektional geladen. Das kommt ja auch alles irgendwann. Und dann kann er auch nachts den Strom noch brauchen. Also wie gesagt, die Anlage ist schön groß. Er hat da noch Luft nach oben, da was zu machen. Und das war so meine Idee, ihm halt eine knapp 40 kWp Anlage auf die Dächer zaubern zu lassen. Und mit der Abregelung auf 30 am Einspeisepunkt. Man muss ja mal dazu sehen, das ist ja dann jetzt auch nicht mehr alles Süd und dadurch kommt er da auch ungefähr schon hin. Und dann hat er jetzt im Nachgang ein Angebot bekommen. Muss ich euch mal eben das Angebot reinholen. Also das ist jetzt das letzte Angebot, was er mir geschickt hatte. Das wird wohl auch das sein, was am Ende gebaut wird. 108 Module. 370 Watt, also 370 Watt Peak. Und insgesamt Leistung ist dann 39,96. Das Ganze an einem Wechselrichter Sungrow SG40CX Premium. Muss ich ganz ehrlich, wusste, ja gut, weiß jetzt nicht genau, wie der mit der Drosselung ist und so, aber gut, der hat AC-Leistung 40 kW. Ich hätte den Huawei 30 genommen, aber okay, ist auch egal. Dann ein NA-Schutz von Bender, Elektroarbeiten. Es ist dann alles wieder so schön pauschaliert. Montagematerial, Solarkabel, Montage. Envitec NA-Schutz, das sind ja genau die Überspannungsschutz und Erdung und. Und dann hier nochmal die Anmeldung beim Netzbetreiber EVU, Anmeldung im Markt, Stammdatenregister, Verpackung und Versand. Das Ganze zusammen für 37.107,40 Euro gibt es noch einen kleinen Rabatt drauf. Und Gesamtnetto für 35.994,18 Euro. Also unter 1.000 Euro irgendwie, ich habe gerade ausgerechnet 990 oder so. Ich muss nicht mal mit dem, ja, ganz, ganz knapp über 900 Euro pro KWP. Das ist natürlich ein super Angebot, aber die Anlage ist natürlich auch riesig. Was jetzt das Problem war, ist die Zahlungsbedingung. 50% für die sofortige Bestellung und Materialanlieferung zum angebotenen Preis. 30% bei Eingang der Komponenten und 20% am Tag der Montage und Probeinbetriebnahme durch unseren Elektriker. Das heißt, man zahlt hier schon 80%, wenn also noch gar nichts auf dem Dach ist, was ich persönlich nicht so toll finde. Ja, da stand da vorher sogar noch viel, viel schlimmer. Da war, glaube ich, sogar 80% beim Bestellen schon. Und bei solchen Sachen, da werde ich dann immer so ein bisschen skeptisch,
weil das im Endeffekt, es ist ja immer eine gewisse Gefahr da. Ich meine, gut, die Firma gibt es auch wohl schon länger, aber es gibt halt immer das Risiko, dass eine Firma mal über den Jordan geht und dann ist die Kohle weg. Und das, die Angst hatte Norman auch so ein bisschen. Deswegen hat er da ganz, ganz lange mit gehadert. Ich glaube, inzwischen hat er es wohl beauftragt, aber er hat da wirklich sehr mit zu kämpfen gehabt. Ich persönlich hatte da, bei dem allerersten Angebot von der Firma, das war noch ein bisschen anders gestaltet, standen, glaube ich, 80% drin, sofort bezahlen. Und das fand ich dann schon sehr krass. Und wie gesagt, auch keine Sicherheitsangebote oder sonst. Man kann ja eventuell mit Bankbürgschaften irgendwas machen, aber das wollten sie dann nicht oder konnten sie nicht und. Ich meine, die Firma gibt es wohl schon ein bisschen länger, die bauen wohl auch schon ein bisschen mehr. Man kann denen wohl vertrauen, aber es ist, wie gesagt, es ist immer komisch, wenn man so viel Geld im Voraus bezahlen soll. Obwohl das bei anderen tatsächlich inzwischen so gang und gäbe zu sein scheint. Also da muss ich mal so ein bisschen, ja, wie gesagt, ich hab da Probleme mit. Also ganz ehrlich, ich habe mit sowas Probleme. Es ist tatsächlich so, dass im Moment viele Firmen das machen. Das liegt daran, dass die Summen, die da ausgelegt werden müssen, halt natürlich gigantisch sind. Teilweise wird auch Material in Mengen gehortet und dann freuen die sich über jeden Euro, der schnell reinkommt. Das heißt, wenn einer einen Auftrag gibt und man kriegt das Geld, kriegt da sofort 70-80% von, ist das Material, das im Container draußen schon lagert, wenigstens schon mal bezahlt. Ich kann es irgendwie alles verstehen, weil das natürlich Riesensummen sind, wenn das um so viele Anlagen geht. Andersrum muss man natürlich auch immer den Kunden verstehen, der natürlich so ein bisschen vorsichtig ist mit seinem Geld. Mein Installateur hat das nicht. Mein Installateur baut mir die Anlage aufs Dach und schreibt mir dann die Rechnung und dann will er sie in ein paar Tagen nach Möglichkeit bezahlt haben, was er auch kriegt. Und dann ist das Ganze tutti. Das ist bei vielen auch noch so. Aber wie gesagt, ihr müsst euch darauf einstellen, dass auch Vorabzahlungen von 50-60% überhaupt gar keine Seltenheit mehr sind und bis zu 80% im Voraus verlangt wird. Aber da bin, wie gesagt, seid da vorsichtig. Guckt euch die Firmen genau an, mit denen ihr das macht. Wenn das natürlich Firmen sind, die lange am Markt sind, könnt ihr das machen. Ansonsten, ja, es sind Riesensummen. Und es gibt auch Scharlatanerie am Markt. Und das sind im Moment gerade welche unterwegs gewesen, die da wohl sich, ne? Also von daher, seid da vorsichtig. Wenn die Firma neu ist und noch nicht so, einerseits ist es immer doof, weil gerade die neuen Firmen das eigentlich so machen müssen. Aber gerade wenn die Firma neu ist, dann ist das immer gefährlich. Ne? Dann macht es lieber so, dass ihr sagt, wenn das Material angeliefert wird, kannst du die 70-80% bezahlt kriegen. Aber erst, wenn das bei mir in der Garage liegt, vorher nicht. Ist so, nicht? Also, ich habe letztens von einem Fall gehört, da wurde Material angeliefert, das war nichts wert. Fake-Material. Also es war für ganz viel Geld angeliefert und im Prinzip war da gar nichts, war da gar kein Wert hinter. Auch aufpassen. Ja, guckt euch die Sachen an. Passt auf, wem ihr Geld überweist. Ist immer wichtig. Ich will jetzt hier gar nichts sagen. Die Firma ist sicherlich solide und da passt auch wohl alles. Aber wie gesagt, seid vorsichtig. Gerade im Moment ist viel Scharlatanerie unterwegs. Gut. Und jetzt kommen wir dann ja zur Berechnung, die ich ja dann auch immer mache. Und da musste ich mal so ein bisschen, ja, da ist so ein bisschen Zocken im Spielen. Es ist sehr, sehr schwer für diese Konstellation Zahlen festzulegen. Also gut, den Stromverbrauch kenne ich, den Strompreis kenne ich, der sehr hoch ist. Aber es ist sehr schwer, eine Autarkie zu berechnen. Also ein Autarkiewert, wie gesagt, normalerweise würde man bei sowas vielleicht, keine Ahnung, 40% ansetzen. 40% ansetzen, wie gesagt, weil ohne Speicher und der... Die Anlagengröße ist dann natürlich sehr viel größer als der Verbrauch, aber es ist ja ganz schwer, weil, wie gesagt, die Anlage wird bei perfekten Bedingungen Tacken abregeln, weil sie ja halt nur auf 30 kVA einspeisen wird, um eben den Wandler zu umgehen. Und andersrum wird sie natürlich den Strom auch dann produzieren, wenn er perfekt dann produzieren, wenn er am meisten gebraucht wird, nämlich im Hochsommer bei Sonne. Und dann habe ich mir überlegt, ich schätze so, dass er bei 70% Autarkie landen kann, wenn das alles ganz perfekt macht und vielleicht, wie gesagt, die Kühlung noch irgendwie abends hochzusteuern ist. Ich weiß nicht, ob das funktioniert bei ihm, keine Ahnung. Kann man sicherlich versuchen, da mit dem
Kältetechniker irgendwie was zu machen, dass man sagt, man lässt die Anlage kurz vor Sonnenuntergang nochmal ein bisschen kälter machen und hat dann sozusagen in der Nacht ein bisschen Kälte gespeichert. Keine Ahnung, theoretisch könnte man tagsüber Eisblöcke gefrieren und da reinschieben in die Kühlräume. Das ginge theoretisch ja auch, aber gut, egal. Das überlassen wir mal Norman, wie er das später regelt und wie er das ausnutzt, seinen Strom. Ich habe dann mal mit, nicht mit den 70% gerechnet. Ich habe mir gedacht, also 70% könnte er schaffen. Um ein bisschen solide zu sein, habe ich mir gedacht, rechne ich mal mit 65%. Na, geht es jetzt hier? Ist das irgendwie? Ja, hier hakt es gerade. Das ist ja merkwürdig. Was ist das denn? Irgendwie habe ich hier gerade ein seltsames Bild. Aber gut, passt wohl. Könnt ihr mich sehen? Ich weiß es nicht. Ne, geht nicht, ne? Da ist es. Gut, Entschuldigung. Also die Anlage von Norman. Die wird 35.994 Euro kosten bei 39,96 kW. Der Installateur sagt 750 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak. Auch das ist ein bisschen von mir gerechnet, weil ja auf dem Süddach wird er natürlich mehr haben. Deutlich mehr. Aber da er ja noch ein anderes Dach belegt, ich weiß gar nicht genau, Glück, dass wir das wird, das ist ja auch nicht ganz Süd, das ist ja Südost. Er wird wohl das eine Westdach mitbelegen, soweit ich mitgekriegt habe. Aber er wird ja eine Abregelung haben, deswegen bin ich hier mal bei 750 kWh pro kWp geblieben. Es wird wahrscheinlich etwas mehr sein, aber ich sage ja lieber etwas schlechter rechnen als zu gut rechnen. Die Ertragsprognose wären damit 29.170 Kilowattstunden, was ja auch gut hinkommt, wenn man 30 kWh rechnen würde, also 30 kWp Nettoleistung, in reale Leistung sozusagen, dann kommt man ja ungefähr dahin. Bezugsstrom ist 37,1 Cent. Ich habe die Vergütung jetzt vom Juni 22 genommen. Ich weiß nicht genau, wann er endlich mal baut, weil irgendwie ist im Moment wohl da mit dem Netzbetreiber ein bisschen Diskussionsbedarf oder so. Das wird wohl auch noch einen Augenblick dauern. Wie gesagt, deswegen habe ich das mal genommen. Wenn das viel, viel, viel zu spät wird, dann muss er es halt im Januar anmelden. Dann kriegt er wieder Osterpaket. Ist alles ein bisschen kompliziert zurzeit. Wie gesagt, wir wissen nicht genau, was passiert. Wenn das Osterpaket sehr, sehr gut ausfällt, hat er natürlich den Vorteil, da er spät baut, hat er den Vorteil, wenn das Osterpaket super, super gut ausfällt und sich das für ihn lohnt, kann er bis Januar mit der Inbetriebnahme warten. Ist dann zwar bitter, wenn man eine 40 kWp-Anlage auf dem Dach hat und die nicht einschalten kann, aber gut, da muss er damit leben. Wir sind also 6,34 Cent bis 10 und 6,15 Cent über 10 kWp. Das sind bei ihm also 6,2 Cent gemischt. Moment, jetzt muss ich mal hier. Das ist immer wieder der alte Fehler mit diesem Gemischischt. Also ich weiß nicht warum, aber er ist immer wieder da. Und ja, das ging mir jetzt auf die Nerven. Ich weiß gar nicht, wer sich letztes Mal dran gestört hat, aber irgendjemand stört sich dann immer wieder dran. Und deshalb haben wir das mal geändert. So, dann ist das 6,2 Cent für die gemischte Vergütung. 18.000 Kilowattstunden im Jahr verbraucht er. Ich habe jetzt 65% Autarkie gerechnet. Wie gesagt, ich gehe von 70 aus, die er schaffen kann, aber 65 habe ich angesetzt. 11.700 Kilowattstunden Eigenverbrauch. Davon direkt natürlich dann, wie gesagt, alles Direktverbrauch, 65%. Und Einspeisung sind dann 18.270 Kilowattstunden. Ertrag durch Einspeisung wird 1.132,29 sein. Der Eigenverbrauch wäre natürlich durch den hohen Bezugsstrompreis 4.340,70 €, die er also an Stromkosten spart. Mehrwertsteuer auf den Eigenverbrauch 173,26. Natürlich ist das nur ein Viertel der Mehrwertsteuer, also er muss viermal so viel bezahlen in den ersten 5 Jahren. Wisst ihr ja, weil danach kann er regeln. Ich weiß aber nicht genau, ob er überhaupt in die Kleinunternehmerregelung gehen kann nach 5 Jahren. Ich könnte sein, dass das ja, weil das ja ein Gewerbebetrieb ist, dass er wahrscheinlich immer die Mehrwertsteuer abführen muss. Kann ich aber nicht genau sagen. Nicht? Dann ist natürlich dann immer die Mehrwertsteuer fällig, aber ich weiß nicht genau, wie es bei ihm ist. Ertrag im Jahr 5.299,73. Über 20 Jahre 105.994,57. Der Gewinn über die Laufzeit 70.000 Euro. Und in 6,79 Jahren, also in einem absoluten Rekord, ist das amortisiert. Das liegt halt einfach daran, die Anlage ist günstig im Verhältnis. Also sie wird also sehr, sehr günstig gebaut, weil sie so groß ist. Die Anlage produziert halt sehr, sehr viel Strom. Durch seinen perfekten
sein perfektes Verbrauchsprofil wird er eine hohe Autarkie bekommen. Und wie gesagt, sein Strompreis ist halt sehr, sehr hoch. Also dadurch lohnt sich das dann auch entsprechend schnell. Was halt auch perfekt ist, er hat ja noch 18.270 Kilowattstunden Einspeisung. So viel produzieren manche gar nicht, ich zum Beispiel nicht. Das heißt, er hat noch Luft für Elektromobilität, ganz klar. Auch im Sommer kann er da noch immer einen Transporter oder ein E-Auto von laden, weil bietet sich absolut an, da noch ein bisschen die Autarkie und den Eigenverbrauch sogar zu steigern, indem man elektrisch Auto fährt. Und er hat noch einen großen Vorteil. Das heißt, also sie haben ja jetzt gar nicht so einen hohen Privatverbrauch. Das meiste verbraucht ja sozusagen seine Firma, sein Imbiss, seine oder Lokalität, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, durch die Kühlung und. Und die brauchen ja im Winter deutlich weniger. Ich nehme an, dass da auch gar nicht viel im Kühlungsbetrieb ist im Winter. Im Winter kann er theoretisch also auch fürs Haus heizende Wärmepumpe benutzen, weil er den Strom dann ja über hat. Den braucht er dann ja nicht so in der Firma. Da müssen wir mal eben abwarten, wenn er dann die Anlage in Betrieb hat, wie sich das übers Jahr so verhält. Und da wird wahrscheinlich dann auch eventuell möglich sein, mit einer Wärmepumpe zu heizen. Oder mit Klimaanlagen, so wie ich das mache. Oder zumindest ein Teil mit Klimaanlagen, um ein bisschen die anderen Kosten zu senken. Und Elektromobilität bietet sich hier natürlich an, weil da dann immer genug Strom über sein wird. Er kann theoretisch auch noch, wenn er dann Lust hat, ja, nach 7 Jahren ist die Anlage schon bezahlt, kann er im Prinzip auch noch, was weiß ich, dazu bauen. Er kann theoretisch auch noch einen Volleinspeiser bauen, er hat ja noch Dach genug und kann da auch noch zusätzliche Erträge erwirtschaften, wenn er das dann will. In diesem Sinne, wie gesagt, Norman, erstmal Fazit, beide Daumen hoch, die Anlage solltest du bauen, die hättest du auch schon längst bauen sollen. Ich habe auch schon 2-3 Mal gemeckert. Er hat nämlich in meinen Kommentaren immer mal wieder was geschrieben und ich habe dann auch geschrieben, nun seh mal zu, weil, ja, billiger besser wird es nicht und ist jeder Tag, den er später baut, ist ein verschenkter Tag, muss man einfach so sehen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie schnell seine Firma da ist, aber gut, das ist auch nicht so schlimm, das ist nicht mein Problem. Er entscheidet das, wie er das will. Jetzt haben sie wohl gesagt, ich glaube, die sind jetzt so weit, der hat einen Auftrag, glaube ich, erteilt und sind die beim Netzbetreiber, irgendwie mit dem Netzbetreiber am Quatschen und am Ratschen oder machen, was sie denn tun. Die Anlage wird sich auf jeden Fall super rechnen, das, ne, und es wird noch genug Strom für andere übrig bleiben. Und er hat noch sehr viele Möglichkeiten mit Wärmepumpe, mit Elektroauto oder Elektrotransporter. Ich weiß ja nicht, ob er überhaupt einen Transporter hat, wahrscheinlich hat er einen. Und kann da noch sehr, sehr viel spielen, hat also noch sehr viel Luft nach oben. Und das finde ich auch ziemlich geil. Gut, das mal ein Beispiel für eine PV-Anlage, die sich wirklich super rechnet und für jemanden, der, naja, vielleicht in Not die richtigen Entscheidungen trifft. Also, wie gesagt, die richtige Entscheidung, vielleicht mich anzuschreiben, keine Ahnung, und sich nicht irgendwelche uralten Module aufs Dach bauen zu lassen von irgendwelchen Dachdeckern mit irgendwelchen Elektrikern. Also, ja, das war eine ganz komische Geschichte. Wir haben unfassbar viele E-Mails geschrieben. Und ich kann das auch gar nicht alles immer wiedergeben. Das ist manchmal wirklich so. Also gerade diese ewigen Geschichten, das kriege ich niemals rüber, wie wir da hin und her getratscht haben, bis das ungefähr auf diesem Plan landete. Und er war dann auch ganz happy, dass er diese Firma gefunden hatte und. Und an sich, wie gesagt, bis auf diese Zahlungsmodalitäten ist da alles perfekt. Die wissen wohl anscheinend noch ein bisschen, was sie tun. Andere Firmen haben da keine Ahnung. Es gibt ja auch viele Firmen, die wollen gar nicht über 30 kW bauen, weil wissen sie gar nicht, was sie machen sollen. Ist auch so, ist auch immer traurig, dass die Installationsfirmen gar nicht wissen, was über 30 kW dann los ist. Einige wissen ja schon nicht, was über 10 kW los ist, weil sie das auch schon nie machen. Es ist traurig. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Denkt eben dran, abonnieren, kommentieren, diskutieren. Was haltet ihr von seinem Angebot? Was, ne? Wäre da noch was besser zu machen? Ich glaube nicht, aber wer weiß. Und ja, was war denn noch? Teilen, genau. Teilt das Video und in diesem Sinne, wie gesagt, abonniert den Kanal. Gebt mal einen Daumen hoch, weil Daumieren ist auch immer ganz wichtig und damit Norman sieht, wenn ihr das geil findet, das Angebot, wie ich auch, dann gebt dem Video mal einen Daumen hoch. Ciao, ciao!